Wokedi Pokedi. Jeder kann irgendwas. Oha. Ja, ja. Ich glaube, das war's. Hallo und herzlich willkommen zu etwas Neuem nach langer Pause wieder zurück. Und zwar nicht allein, sondern zu Gast, muss man ja im Prinzip sagen. Bin ich hier in The Forest und zwar zu Gast bei der Ela und dem Ismo. Hallo. 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 Ja, willkommen zurück an dieser Stelle von uns. Wir haben uns gedacht, zu zweit ist ja blöd, deswegen nehmen wir jetzt lieber noch einen dritten mit. Und natürlich, wen sonst, wenn nicht Wocke. Ich komme schon wieder nicht ins Haus. Geht ja schon wieder gut los. Ja, man sieht hier bei mir auch am Horizont so Häuschen mit Fahnen dran. Jetzt muss man kurz zur Erklärung dazu sagen, wir sind hier im Koop-Multiplayer-Spiel. Und die Ela mit dem Ismo zusammen, die haben ja schon, wie man auf deren beiden Kanäle sehen kann, haben die ja schon geforestet. Und waren da schon wild unterwegs und ich habe mich jetzt sozusagen einfach mal mit eingeklinkt in den Spielstand. Ist also kein jungfräulicher Spielstand, sondern wurde schon bespielt. Lohnt sich also bei den beiden mal vorbeizuschauen, um zu gucken, was bisher geschah. Daher, ja, will ich auch jetzt nicht alles erklären und quatschen, denn könnt ihr selber gucken, was hier geht. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns finden, würde ich sagen, oder? Genau, und die Markierung, die der liebe Wocke da auf der Karte sieht, das Häuschen und die Fähnchen, das sind eben unsere Bauten. Wir haben ja auch ein, zwei temporäre Bauten noch irgendwo stehen, die wir uns einfach mal als Markierung gemacht haben. Das heißt, Wocke, halt dich mal in Richtung der Fähnchen. Ja, was sind denn das die, ist dann die, das Richtige. Was sind denn die gelben Hammer-Symbole? Das ist das genau halt das, das sind, genau. Nö, bitte. Sag, sag. Das sind diese temporären Schlafstätten, die wir uns mal hingestellt haben, um einen Punkt wiederzufinden. Ah ja, okay. Als wir am Anfang noch ein bisschen wirr durch die Gegend gestiefelt sind. Aber die Fähnchen, die du da siehst, das sind unsere Baumstammkarren oder ja. Baumstammschlitten. Und die stehen eben hier in unserem Hauptlager. Das heißt, wenn du in die Richtung gehst, kommst du bei uns an. Und denk dran, nimm die Koffer mit. Da liegen ja überall rum Koffer, genau. Ich bin schon zugange hier. Gut. Jetzt bin ich die ganze Zeit ein bisschen doof rumgelaufen hier. Ich mach uns mal ein Feuerchen, ich hab nämlich Hunger. Genau. Was man noch sagen muss, gelber Hammer deswegen, weil noch nicht fertig gebaut. Aha. Genau, ja. Hast du auch Hunger? Muss ich jetzt hier schon auf Ureinwohner achten? Ja, ich im Grunde immer, ja. Ich habe mich gerade eben dezent erschrocken. Ich wollte ein paar Bäume fällen gehen. Und es wird ja dunkel, es ist ja dunkel bei mir. Ja. Ich gehe dann da so, mir nicht spazieren, gehe zum nächsten Baum, laufen da drei an mir vorbei. Okay. Ich musste mich kurz zusammenreißen, nicht loszuschreien, weil ich mich erschrocken habe. Blizzard. Jetzt muss ich gleich mal bei mir hier Licht ausmachen. Ich sehe nämlich ja nichts. So, jetzt ist das Fleisch hier fertig. Ist ganz schön dunkel. Hast du gar keinen Hunger? So gar keinen, gar keinen? Ich habe gegessen. Ich habe nur gesagt, ich habe keinen Hunger. Ich weiß, aber ist dein Magen so richtig voll? Nein, warum? Dann ist das mal, sonst verbrennt es. Das ist schade drum. Oh, das war. So, ich hänge dann nochmal den Rest, den ich hier habe, auf. Wocke, wir haben einen ganzen Trockenständer voll mit Fleisch. Also wenn du kommst, kannst du dir erstmal den Bauch vollschlagen. Okay. Genau.
Besser den Bauch vollschlagen als voll in den Bauch schlagen. Das von mir aus auch. Das ist zwar jetzt kein ganz neues Spiel mehr hier, aber nichtsdestotrotz haben ja auch Ismo und ich noch nicht so viel gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Hardcore-Festung gebaut hätten schon. Wir sind noch dabei, ne? Also es ist immer noch ein Entstehungsprozess. Ich höre komische Geräusche. Da passt nichts mehr drauf, glaube ich. Wir brauchen noch einen Ständer. Das hört sich verkehrt an. Das hat man davon, wenn man mit Männern spielt. Ja. Nein, also jetzt mal ernsthaft, da passt nichts mehr drauf. Wir essen zu wenig. Wir essen zu wenig oder jagen zu viel. Oder das. Ja, wenn die einem mal vor die Füße fallen. Alter, das ist ein Rieh, ey. Ja. Ich bin hier schon... Wieso, hattest du schon Halluzinationen, Wucke? Ja, ich dachte, das wäre ein Ureinwohner. Ach, ich will immer mit Tab hier mein Inventar öffnen. Zu viel anderes Zeug gespielt, ja? Es sieht so aus. To-Do-List. Find Timmy. Find a way into the... Ich glaube, mehr kann ich nicht tragen. Wovon nee, du denn? Kannst immer nur eine begrenzte Anzahl von irgendetwas tragen. Alles, was ich aufhebe, fällt jetzt wieder aus mir raus. Ja. Ich glaube, du kannst 10 Stöcke tragen. 6 Steine. Irgendwie so. Also du kannst immer nur eine begrenzte Anzahl... 5 Steine. 5 ja. Steine. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ach stimmt, ich habe ja unten auch 5 von 6. Also 5 scheint das Maximum zu sein. Dann komme ich jetzt mal einfach mal in eure Richtung. Ja, mach das mal. Nachdem ich jetzt hier die ganze Zeit sinnlos rumgelaufen bin und nur geredet habe, gehe ich jetzt mal Ismo helfen. Bring den zweiten Stammschlitten mit. Ja, es wäre sinnvoll, ne? Wie kann ich schleichen? Gar nicht, oder? Doch. Kann man schleichen? Auf Steuerung. Ja, mit Steuerung, genau. Mit Steuerung, also kannst du dich hinhocken. Welche Kekse und Pilze und sowas alles sind essbar hier? So runde Pilze auf dem Boden mit so einem Plus dran? Das sind, glaube ich, die Heilpflanzen. Aloe Vera oder sowas ist das. Die kannst du teilweise auch sammeln. Man muss auch dazu sagen, wenn du irgendwas das erste Mal isst oder trinkst oder sowas, wird es auch in dein Buch reingeschrieben. Ich glaube, jetzt habe ich was Verkehrtes gemacht. Plötzlich ist der Wassertropfen rot mit einem X drin und er nimmt ab. Nein, das heißt, du hast Durst. Ach so. Du musst dann was trinken. Du hast ja bestimmt im Flugzeug irgendwie Cola oder sowas gefunden. Hundertprozentig. Dann das gönn heißt, dir mal eine. Inventar über I? Genau, B. Inventar über I. Nein, B ist das Buch. Ach ja, Soda, stimmt, B ist das Buch, ja, genau. Left Mouse Dings ist Drink. Du hast hier schon alles abgeholzt, Mensch. Sehr schön. Ich gehe mal in die andere Richtung. Zwei Alter, die Rehe, die schocken mich total, ey. Wart's mal ab, bis das erste Mal ein Ureinwohner neben dir schreit. Ja, das wird gut. Alter. Uns springen die nachts jetzt auch immer aufs Dach. Schön. Wir müssen da noch Stacheln draufbauen. Alter. Aber du erkennst nachts die Ureinwohner teilweise schon von Weitem, weil manche von denen, diese Schamanen oder was das ist, die haben Fackeln auf dem Kopf. Ja, die tragen entweder ihre geile Taschenlampe im Revers oder auf dem Kopf oder so. Genau, und dann siehst du sie eben schon von Weitem. Oh, ich kann was essen. Oh. Ah, ich hab's schon wieder vergeigt hier mit dem Wagen. Das war, glaube ich, furchtbar. Nicht gut. Nachts sieht man nicht, was man isst. Hier steht nur. Nö, das, nachts siehst du weniger, was du isst. Ich glaube, ich habe meinen Wagen absaufen lassen. Geil. Ich sehe auch nichts. Ich kann nur die Farbe ändern. Ach, wie doof. Kriege ich den jetzt hier echt nicht mehr raus? Kann doch nicht wahr sein. Musst du aber. Ja, ich guck gerade mal. Es ist halt dunkel. Alter, ich seh und nix. Wie dunkel. Also ich sehe alles, ne? Ja, unter Wasser kann man schwerlich ein Feuerzeug anmachen. Boah, ja. Mit L-Wocke machst du übrigens dein Feuerzeug an und aus. Ja, nee. Ich lauf lieber ohne Feuerzeug. Jetzt habe ich das eh, aber ich kann es nicht machen. Ach, jetzt. Nein, kann er nicht. Verdammt. Ja, ich glaube, das war's mit meinem Wagen. Alter, das ist schon wieder so ein scheiß Reh. Ich mache mich total fertig. Ismo, komm mal rüber, bitte. Du kriegst das bestimmt hin mit meinem Wagen. Es ist einfach nur so herrlich, dem Wucke zuzuhören.
wie er seelisch schon zugrunde geht. Ich bin das noch, ging uns ja am Anfang auch ich bin noch nicht bei so. Euch und hab schon einen Kackstift einen Zentimeter weit rausstehen hinten. Ja, das wird nicht besser werden. Nein, wird es nicht. Ismo? Jo. Komm mal bitte her. Ach, da bist du ja schon. Ismo kriegt ja immer alles hin. Der kann bestimmt auch meinen Wagen retten. Kann ja auch ein bisschen Feuer machen hier. Huch. Alter, habt ihr eure Häuser am anderen Ende der Karte gebaut, oder was? So Nein. ungefähr. An dem tiefen Erdloch. An dem tiefen Erdloch? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Oder dem Meteoritenkrater oder was auch immer das ist. Bocke, müsstest du unseren Namen nicht eigentlich sehen? Ich sehe euren Namen, ja. Was schon sagen? Ach ja, guck mal, dann kann er ja auch darauf zulaufen. Stimmt, wir sehen seinen ja auch. Ja, Duela, ich glaube, dein Wagen ist verloren, ne? Schade. Ja, passiert. Müssen wir wohl einen neuen bauen. Ich glaube, jetzt bin ich in einem Ureinwohnerdorf. Das kann dir auch passieren, ja. Ach, ist das ärgerlich. Gerade angefangen und schon eine Störung. Wie war das, Frauen und Autos und Autofahren? Ja, ja. Hohoho, dünnes Eis. Alter. Warum konnte ich nicht hier durchgehen? Warum nicht? Hier ist aber gar keiner. Nö, das ist möglich. Vielleicht sind die auch Streife. Ja, sind sie, weil die vier von denen streifen hier bei uns. Ach, du bist da oben. Ja, alles klar. Aha. Da waren wir auch schon. Nicht, dass ich jetzt gleich in so ein Loch reinfalle, hier in so ein großes. Nee. Du darfst natürlich trotzdem nicht zu tief. Was denn? Hier schreit einer. Oh Gott. Ich komm dir entgegen, warte. Aua, jetzt bin ich irgendwo runtergefallen. Wie kann ich noch gleich rennen? Mit Shift? Ja. Mit Shift, ja. Aber eben auch nicht Hallo. Unendlich lange. Hi, lauf. Er sieht aus wie ich, er ist mein Zwilling. Was? Toll. Wie sehe ich aus? Wie du. Ja, wie ich. Nee, wie ein ganz bekannter YouTuber. Aha. Okay. Hallo. Guck mich an, dann siehst du's. Hase, jetzt will ich erstmal hier irgendwo in Sicherheit. Ja, hier, komm hier. Hier ist. Guck, hier kannst du trinken. Sind das Blaupausen, die ihr da schon hingestellt habt? Ja. Tür zu, na toll. Danke. Wie ein ganz bekannter ja, YouTuber. Danke. Hi, hier, so wie ich siehst du aus. Lol, wie geil ist das denn? Das ist ja witzig. Ach ja, und Wocke, wenn du so wie jetzt blutig bist, dann solltest du immer mal dich abwaschen gehen. Also einfach mal hier ins Wasser tauchen und abwaschen. Weil? Sonst kann man krank werden. Ah ja. Das wollen wir ja nicht. Krank bin ich ja schon. Nein, es geht jetzt um körperliche Krankheiten. Ey! Was denn? Gib mich nicht weg. Ja, okay, jetzt bist du wieder sauber. Ich führe dich mal rum. Ich zeig mal dem Wocke ich unser Cam. Ja. Komm mal mit. Ja, zeig Willi. Mir mal hier euer Links. Also, das wird ein Aussichtspunktturm, Wachturm. Ja. Das hier ist unser schönes Haus, wo ich ständig nicht durch die Tür komme, weil die sich nur öffnet, wenn man beim Reinlaufen immer springt. Ja. Und sprintet. Und sprintet, genau. Ja, so ging es mir auch. Gleichzeitig springen und springen. Das sieht ein bisschen aus nach Sex mit Möbelstücken. Okay. Was? Ja, so in etwa. Hier haben wir so ein bisschen Radaradatsch und Medikamente und Energy Drinks und so weiter stehen. Ja. Hier hast du diese Heilpflanzen, wenn Cola du mal krank bist. Cola-Weinbrand steht hier im Regal, was? Genau. Wenn du mal krank bist, ne? Hier, Heilpflanzen Gibt's und hier? Sowas. Ja, so Dinge habe ich eingesammelt. Und hier müssen wir dann immer speichern. Das können wir auch jetzt gleich mal machen, wenn Ismo wiederkommt, damit wir unser Zusammentreffen gleich mal sichern. Ja. Und wenn wir mal Angst haben, machen wir hier einfach die Tür zu. Klack. Roms. Geil. Okay. So. Cool. Ansonsten, aua, haben wir hier unser Lagerfeuerchen. Und hier kannst du dich dann bedienen. So einen Ständer müssen wir noch mal bauen, weil der ziemlich voll ist schon. Ja. Aber, naja. Okay. Dann bedien dich hier am Wasser. Kann ich something Meine to drink? Sag. Drink muss ich. Ich habe Essen, Hunger. Mehr als Getränke-Problem. Ja, dann nimm dir was zu essen. Da hier von dem Fleischdings?
Ja, alternativ, warte. Das kannst du dir einstecken, das hält sich in der Tasche lange. Ja. Aber ich habe noch ziemlich viel Frisches in der Tasche, dann kann ich dir hier okay. was draufschmeißen. Habe ich was in der Tasche? Sonst verdirbt mir das eh nur. Walkie, einmal gucken, was ich überhaupt alles in der Tasche habe. Ich habe einen Metall-Tin in der Tasche, ich habe Müsli-Riegel, 3 Flaschen Alkohol, 3 Flaschen Müsli, Soda, Müsli, yum. Passenger Manifest, Find the Missing Passengers, Marigold, eine Plain Axe, eine Armbanduhr, ein Feuerzeug, etwas Geld, Medizin, Survival Guide und den Rucksack. Okay. Weil man Geld das ist übrigens so fertig, ist es, sonst verbrennt es. Oh. Super. Genau, da musst du auch immer drauf aufpassen. Wenn du irgendwas aufs Feuer wirfst, musst du es dann auch essen. Sonst Zeit mal essen. Okay, gut. So. Ich gehe mich mal abwaschen. Ja, es ist Tag, man kann was sehen. Nein. Doch. Oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Alter, so, ich versuche den Wagen jetzt einfach mit meinem Körper hier irgendwie zu schieben. Ups. Nee, das wird nichts. Das habe ich auch schon versucht. Klappt aber. Wie schnell die Lurch weg sind. Krass. Der ist total hektisch. Wer denn? Der Lurch? Der ja. Lurch. Die können auch richtig rennen. Gibt ihm weniger Kaffee. Ich werde nie meine Lieblingsszene vergessen, als Ismo den Lurchi im Kreis gejagt hat. Das war das herrlich. Das war gut. Okay, Ismo, ich habe meinen Wagen gerettet. Sehr schön. Holz. So, und Wocke, wenn du das Camp verlässt, bitte die Tür wieder schließen. Ja. Wir gehen nämlich jetzt mal ein bisschen Holz hacken, wenn du mitkommen magst. Mag ich, ich wollte einmal hier in den... Oh, das ist aber ein Riesenloch. Um unser Camp da wäre ich auch einmal beinahe runtergeworfen worden. Wollen wir einmal speichern hier an dem Dings, bevor ich jetzt hier losgehe und irgendwie... Ismo? Ja. Wo bist du? Hier. Ach da, ja, dann komme ich mal zurück. Lurch rennt in Stein. Lurche können durch Steine laufen? Ja, aber nicht durch hier können die so einiges. Wie bescheuert. Tür zu? Lurche können durch Steine durchlaufen, aber nicht durch Holz. Nee. So, Jungs. Fuck. Mädel. Kommt ihr mit mir ins Bett oder was? Sowas von. Auch das hört sich verkehrt an. Wocke, stehst du in der Ecke und schämst dich oder was machst du da? Ich habe einen Lurchkopf in der Hand. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Damit kannst du auch irgendwie nichts machen. Er sieht eklig aus. Doch, du kannst ihn schmeißen. Ja. Guck mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. So. Möchtest du mal an meinem Lurchkopf streicheln? Nein, danke. Okay. Ich sag jetzt. Haha! Passt diese Tür. Kommt hier nicht rein? Ich schon. Wow. So, und jetzt nicht Z, sondern C bitte. C? C ist Speicher. Genau. Zack, G, Speicher. Ach stimmt, ich glaube, speichern können wir eigentlich auch alleine, oder? Nur zum Schlafen müssen wir, glaube ich, alle da sein. Ja, weil sich dann ja die Tageszeit ändert. Wenn ich so ein Lurch zerlege, lege ich mir dann automatisch die Lurchhaut an? Nee. Nein. Nein. Musst du im Inventar gucken, die liegt dann immer rechts. Ah ja. Draufklicken where? Und dann ziehst du dir die an. Ah, okay. Raw Fresh Lizard. Kann ich den jetzt an das Holz anhängen zum Trocknen oder sowas? Ja, das wäre sinnvoll. Wenn Platz da ist. Genau, wenn Platz da ist. Ich versuche auch hier so ein bisschen Lizards. So genau, so ich wollte noch ein zweites Gestell bauen. Schönen Lurchhandschuh hier. Moment. Sonst vergammelt er dir im Inventar. Das ja, eben. Dann riecht das so unangenehm. Ja. Aber hier ist doch noch, ist da noch Platz? Ja, da ist noch Platz, oder nicht? Oder doch? Du musst da irgendwo ein C sehen. Wieso ist denn das nur so ein kleines? C. Zack, aufgehängt. Cool. Ups. Ich hab den Lurch gehängt. Yeah. Wieso habe ich nur das kleine Rack? Ich will ein großes Rack bauen. Ich höre schon wieder komische Geräusche. Was denn für Geräusche? Sind hier auch tags unterwegs, die Ureinwohner? Ja. Ach, guck mal, weil ich gestorben bin, ist mein Bestiarium und so wieder leer. Ach was. Ismo, kannst du auch nur das kleine Drying Rack bauen? Weil wenn ich ein Drying Rack bauen will, ist das nur so eine Stange und nicht das, was wir da haben. Das ist ja so ein schön großes Teil. Komm. Guck mal bitte nach. Ja, mach ich. Ja, ich kann auch nur so ein kleines, einzelnes. Von haben die wohl wo? Gepatcht oder was? Ja, von wo? Wirklich. Von wo holze ich ab?
Habt ihr eine bestimmte Ecke, die ihr abholzen wollt, oder fange ich von unten an und holz mich nach oben? Egal, wo holz bist ich du von denn? Oben. Holz ach, da hinten. Draußen. Mach das ganz so, wie du möchtest. Okay. Du kannst, wie viel waren das? 9 oder 11 konnte man auf einen... Auf so einen Wagen? 11? Ja, 11. Ich stell das mal hier hin. Ach so, ich habe so einen Wagen gar nicht. Ist das schlimm? Nee, du kannst ja meinen benutzen, ist ja wurscht. Der müsste da noch irgendwo stehen, der steht stehen, da noch irgendwo rum. Das mit dem rosa Fähnchen da. Kann ich die Maustaste nicht gedrückt halten? Nee, nee. Muss also immer tickern. Zum Hacken? Zum Hacken, ja. Achso, ich muss das musst du immer wieder machen. Nö, 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 musst du nicht. Du kannst auch auf einer Stelle stehen. Du musst eben nur möglichst das Loch wieder treffen, hätte ich fast gesagt. Die Stelle, wo du draufgeschlagen hast. So habe ich lol. Auch noch... Was denn? Jetzt ist der Baum in den Berg gefallen und das Holz ist in den Berg gebackt. Genau. Das ist schade. Da musst du auch immer drauf aufpassen. Ich glaube, der Baum fällt immer dahin, wo du zuerst geschlagen hast, glaube ich. Aha. Sprich, da, wo du die erste Kerbe machst. Wenn das halt quasi überm Loch ist, da, dann fallen die Sachen ins Loch. Du musst nicht mit zwei jetzt... Guck mal hier. Ich hab da vorne meinen Wagen, den kannst du auch schieben. Also es ist jetzt nicht so, dass du den gebaut haben musst oder so. Wo jeder kann jeden Wagen ach, nehmen. Da oben. Genau. Cool. Wir können aber auf jeden Fall nochmal einen dritten bauen. Dann, müssen wir. Ja, ich hack einfach mal ganz wild. Hauptsache, der liegt auf dem Kopf. Jetzt kann ich den wieder nicht nehmen. Ach Mensch, Ela, was ist denn das da los mit dir? Weiß nicht. Jetzt geht's. Ah, geht doch. Mein Wagen mobbt mich heute. Und du musst aufpassen, Rocke. Du darfst nie, wenn so ein Baum fällt, darfst du nie drunter stehen. Dann das tut nämlich echt weh. Ja. Okay. Block. So. Und immer schön Stöcker mitnehmen. Genau. Ja. Denn die brauchen wir für so ungefähr alles. Okay. Das ist mit einer der wichtigsten. Wo können wir die lagern? Gibt es da auch einen Lagerort für? Gibt's, glaube ich, schon, haben wir aber noch nicht. Okay. Da war noch einer. Da war auch noch einer. So. Also ich die bekommst du auch manchmal aus so kleinen. Hack jetzt einfach mal wild rum hier, ne? Ja, ja. Gut. Hack, was das Zeug hält. Mach ich. Deine Ausdauer geht dabei halt nur flöten. Also nicht komplett alles verbrauchen. Sonst kannst du im Zweifelsfall nicht mehr wegrennen, wenn da irgendwer kommt oder so. Okay. Siehst du ja rechts die Leiste da. Ja. Baum fällt. Der fällt aber jetzt wieder in die andere Richtung. Oh. Lol. Achtung, Wocke, Achtung. Also bei mir fällt der Baum immer von mir weg. Okay. So, Wocke, mein Wagen ist voll. Du kannst ihn da nehmen und schon mal zurückfahren. Ja. Bleib stehen, Lurch. Du Blödmann. Woher willst du wissen, dass das ein Mann ist? Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Sonst ist es halt eine blöde Frau, ist mir auch recht. Ja, warum ist hier, warum machen die ganzen Feministinnen eigentlich da keinen Aufstand, dass es keine blöden Frauen gibt? Hä? 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 Das ist ja wieder was anderes, würden sie ach wahrscheinlich so, sagen. Ach so. Du, ich bin keine Feministin, ich kann da nicht mitreden. Du bist aber eine Frau, du bist jetzt schuld. Ach so. Ja, dann. Genau. Wir Männer sind auch immer schuld, nur weil wir Männer sind. Ach so. Ja. Hier lerne ich ja heute noch was. Richtig. Ismo, ab jetzt bist du immer schuld. So. Das war doch vorher auch so, oder nicht? Ja? Ah, ja, doch, eigentlich schon, ja. Das behauptet er immer. Ich weiß es auch. So. So, beide Wagen sind voll. Nein. Echt? Doch, ja. Verdammt, ich hack jetzt den Baum hier trotzdem zu Ende. Wir brauchen holen wir das Holz noch einen halt gleich Wagen, ab. Leute. Ja. Können wir gleich noch einen bauen? Den baut man aus Stöcken? Ja. Ich glaube ja. Da kannst du dann, wenn du B drückst, öffnet sich ja dein Buch. Und da kannst du dann die Vorlage für so einen Logslide oder wie das heißt. Ich hab raussuchen. Ihn schon hier hingestellt. Ach so, hier direkt. Na dann. Fire jo. Shelters, Tarps, Boats. Furniture Decorations. Achtung, Ismo hat schon einen hier hingestellt. Ja. Ich guck gerade mal, wo der hier ist. Sonst baust du gleich einen vierten. Food and Water. Storage.
Hier, Stöckchen brauchen wir noch. Wie viele fehlen noch? Hier. Ah, okay. Tja, Lisa, zu langsam, Junge, zu langsam. Er hat's ja gar nicht versucht, wegzulaufen. Er hat mich auch nicht kommen sehen, ich war inkognito. Ach so. In deinem weißen T-Shirt bist du einfach total unsichtbar hier. Genau. Alter Willi. Wo ist dieser Schlitten? Da, okay. Au. Alter. Was? Was hat er gemacht? Gar nix. Hat mich gehauen. Gar Gizmo, nicht. Mit der Axt? Nein. Ich bin mit dem Stein abgeworfen. Na gut. Und, Wocke, da das ja jetzt quasi deiner ist, kannst du dir hier noch eine Farbe aussuchen. Was? Eine Farbe ja, hier aussuchen? An dem Rädchen mit R kannst du die Farbe von dem Fähnchen verändern. Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Um Himmels Willen, ich will grün. So. Definitiv die auffälligste Farbe von allen, die wir bis jetzt haben. Grün? Jo. Ja. Das leuchtet so. Huch, hä, war hier nicht da. Pack den Baum hier nochmal um. Nee, warte, warte, warte. Hier oben sind ja noch ganz viele Baumstämme, die noch... Da, ich schmeiß mal einen runter. Ach, du bist da oben? Ja, die sind hier hochgefallen halt, ne? Ich hab mein Kontingent am Stück schon voll. Ja, du kannst maximal, glaube ich, 10. Auch gut, nimm sie mit. Und dann gucken wir gleich mal, was man bauen kann, um diese Stöckchen zu lagern. Ey, das geht nicht. Ja gut, alle drei Wagen sind voll, Leute. Okay, dann wo ist meiner hin? Der steht hier. Alle drei stehen hier doch. Das hier ist ja meiner. Der sieht für mich immer weiß aus. Ja. Man weiß es nicht. No. Ja. Genau, ein kleiner Tipp, geh immer hier hinten durch, niemals da vorne, sonst säuft dir auch der Wagen ab, so wie mir. Wir müssen da nochmal eine Brücke bauen. Über sieben Brücken, so. Ja. Oder auch über eine, das reicht dann schon. So. Und jetzt rumpel ich den hier unten hin und baue dann genau. Die Dinger da rein. Gut. Richtig, dann machen wir nämlich mal unsere Wand zu Ende. Die Palisade fertig. Unseren Schutzwall zu Ende. Zack. So stark möchte ich auch mal sein, zwei Baumstämme gleichzeitig tragen zu können. Ja, trainier, Junge! Was habe ich jetzt getan? Oh, oh, oh. Was ist das? Manchmal fallen die auch einfach wieder runter. Nee, Wocke hat beinahe eine Tür gebaut. Ach so, nee, das wollen mit wir nicht. Mit R packe ich die jetzt da in die Blaupause. Nein, mit E, mit E. Mit E. Mit R baust du wieder eine Tür. Genau. Oh nein! Jetzt ist einer... Oh, Hilfe. Schön, dass das nicht nur mir passiert. Schmeiß die auch ständig wieder hin. So wie jetzt gerade. Bleib mal hier. Du auch. Alter. Was denn? Das ist ja ein totales Gewusel hier. Drei Leute sind schon echt total unübersichtlich hier. Ich fahr mir erstmal mein Auto runter. Hier weg. Dumm. Aber hey, ein Wagen mehr macht schon was aus. Ja, aber auf jeden Fall. Oh Gott! Was denn? Hier hat irgendjemand gemacht. Die sind hier. Stimmt, die sind auf der anderen Seite von der Mauer. Oh, ja. Die Tür ist noch auf. Man muss übrigens dazu sagen, dass die Mauer auch angreifen. Deswegen werden wir nachher wieder Stacheln draußen dran bauen. Ach, guck mal genau. Da. Nee, das ist eine Feder. Nehme ich auch. Hier, Wocke, komm mal mit. Die gucken wir uns an. Gut. Am besten tut ihr ihnen weh. Was? Wie wir tun? Gott, wer bist du denn? Muss ich jetzt drauf zurennen und hauen? Ja. Oh, können wir uns gegenseitig hauen? Ja. Ja, das geht auch. Das ist doof. Musst du aufpassen. Dann nehme ich den anderen hier. Komm her, Pippi. Hacke Peter! So. Oh. Hier sehen wir die beiden Männer. Oh. Ich wollte gerade moderieren, weißt du? Da kommt einer von hinten und haut mir eine auf den Dötz. Ha. So. Spinnst ja wohl. Es gibt Hack. So, Wocke, was auch wichtig ist. Muss ich die jetzt zerlegen? Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Aber was wichtig ist, die lassen, du kannst denen auch Zähne ausschlagen. Ja. Und die musst du sammeln. Zähne die verschwinden sammeln. Nämlich sehr schnell.
Die verschwinden sehr schnell, ja, und du kannst die sammeln, ja. Und dem damit kannst du. Ja, du musst ja dann gucken, die Zähne. Die siehst du dann, die kullern dann da rum und dann kommt ein E für einsammeln, ne? Also aber ich, das muss halt echt schnell passieren. Auf den Kopf haue, dann. Rollt oder? Der die auch weg. Jetzt hast du ihn im Inventar. Ui. Herzlichen Glückwunsch. Da schimmelt der dann schön vor sich hin. Jetzt habe ich den Lizard schon wieder verloren. Da ist einer. Oh, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn wieder nicht gekriegt. Wow, da kommt noch einer. Jetzt habe ich einen Vogel zerhackt, der auf dem Fifi gelandet ist. Na, Nucky Day. Geh von meiner Mauer weg. Ich will nicht meine Mauer zerschlagen. Na, fühlst du dich jetzt in die Ecke gedrängt? Nö. Wolltest du auch. Aua, aua, aua. Nicht, dass wieder einer von hinten kommt. Wie das aussieht, Wocke. Total gelangweilt. La la la. La la, genau, ich spiele mit meiner. Wie schlage ich ihm Zähne aus? Ich will ihm Zähne ausschlagen. Das passiert nicht jedes Mal. Und die sind auch nur wirklich ganz kurz da. Da kannst du irgendwie 2 Sekunden kannst du die einsammeln, dann sind sie weg. So okay. In etwa. Und was mache ich jetzt mit den ganzen Gliedmaßen hier? Können wir uns da hier irgendwie was draus bauen? Ja, kannst du tatsächlich. Aus manchen kannst du dir dann Waffen bauen oder Wandschmuck oder was auch immer. Schön. Wenn du einen Schädel hast, wäre gut, die könntest du da raufstecken, aber das ist wirklich ein Totenschädel, den kriegen wir in deren Lager eher. Okay, und ansonsten lassen wir die hier draußen verschibbeln, oder was? Ich schmeiß die eigentlich immer ins Loch. Oder an den Rand vom Loch. Jetzt habe ich ihn aber klein gehackt. Dann ja, dann musst du halt öfter laufen. Nee, ich lass den jetzt hier liegen. So. Was ist mit dem Kopf? Den kann ich jetzt wegschmeißen, oder wie? Ja, also kannst du theoretisch auch bestimmt was draus bauen, aber... Ja, was man mit deren Gliedmaßen machen kann, du kannst Warnungen Equip. Bauen. Ich kann den Equipen? Quasi. Als Waffe vielleicht. Ach so. Wie witzig, ich habe ihn als Waffe. Na gut. Ja, das war doch mal ein schöner Einstand jetzt für Wocke. Wie kann ich den wegschmeißen? Würde ich sagen. Mit dem ersten Kampf sogar. Mit G, ne? Ja. G. Mit G, genau. Okay. Ja, mit dem ersten Kampf. Und den ersten Kampf, der erste Stress, ja. Der erste Kopf im Inventar. Schön. Jeder sollte einen haben. Richtig. Und ich habe Hunger. Nee, Durst. Beides. Durst. Ich habe auch beides. Nein, ich habe nur Hunger. Und beim nächsten Mal bauen wir dann fröhlich weiter, würde ich sagen, oder? Was ja. Haltet ihr davon? Ja. Sonst wird es zu lang. Ja, machen wir so. Gut. Dann herzlichen Dank. Halten Sie wieder ein. Wenn es wieder, heißt. 3 Männer allein im Wald. Das ist komisch. 3 Männer? Auf Wiedersehen. Gibt es da was ich noch nicht war? Guck mich an, ich habe einen Bart. Ja, aber nicht du, das ist ja dein Abi. Das bist wir ja reden du. Ja von unseren Charakteren. Jetzt okay. Hast du meinen schönen Abschied ruiniert. Dann 3 Wälder im Mann. Männer im Wald. 3 Wälder alleine im Mann, genau. Genau. Ach, tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.